Hallihallo. Heute ein kurzer Tipp zum Grub Bootloader. Grub Bootloader. Wer da festgestellt hat, dass er als Root sich zwar aufschalten kann, aber nicht schreiben kann, dem zeige ich heute wie. Gut, dazu mal kurz angemerkt, wer gar nicht weiß, wie man ins Menü kommt. Wenn ihr nur Ubuntu installiert habt, dann drückt beim Starten des Rechners die Taste Shift, also die Taste zum Hochstellen der Buchstaben, dass ihr Großbuchstaben hättet, ne? Also die Shift-Taste festhalten die ganze Zeit beim Bootvorgang. Dann kommt ihr in dieses Menü rein. Wer jetzt Ubuntu neben Windows installiert hat, kommt da sowieso rein, weil er sich dann aussuchen kann, Ubuntu oder Windows. Nun denn, sei es wie es ist, es gibt die erweiterten Optionen für Ubuntu, ne? Da gibt es den Wiederherstellungsmodus, da kann man sich beispielsweise als Root einloggen. Ja, damit kann man natürlich auch sämtliche Benutzerrechte umgehen. Und wer das nicht weiß, der sollte vielleicht mal mit passwd root ein Passwort festlegen. Gut, hier ist root. Root ist die Wurzel allen Übels. Root ist der Administrator. Gut, wie gesagt, mit passwd root könnt ihr ein Passwort festlegen. Aber darum geht's hier gar nicht. Es geht darum, dass hier jemand reparieren will, nämlich ihr. Ihr seid aus irgendeinem Grund vielleicht aus dem Grafikkartentreiber rausgeflogen und jetzt versucht ihr, geht ihr rein mit CD etc. X11 und freut euch und LS und seht euch meinetwegen eine Datei, die ihr editieren wollt und stellt dann fest, die könnt ihr gar nicht editieren, ne? Die ist nämlich schreibgeschützt. Die Schreibgeschütz ist blöd. Ja, jetzt seid ihr schon da, wo ihr hin wollt, ne? Im Verzeichnis eurer Wünsche und könnt nichts machen. Gut, was machen wir dann? Wir machen dann Mount. Wir möchten dieses schreibgeschützte System umändern in ein nicht schreibgeschütztes minus O Leerzeichen. Remount, Komma, RW und dann das Wurzelverzeichnis, ne, damit sich dieser Mount-Befehl auf das oberste Verzeichnis auswirkt, damit alle untergeordneten Verzeichnisse dann halt auch schreib- und lesbar sind. Gut, drücken wir das und dann ist es passiert. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel was machen. Echo, hallo, umleiten in test.txt, ls. Und dann sehe ich tatsächlich die Datei test.txt mit rm. Test.txt ist die wieder weg. So, und schon können wir lustig drauf arbeiten auf unserem System. Das war das Wichtige. Gut, ein wichtiger Befehl war halt mount-o remount rw. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.